Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zum letzten Part oder also zum letzten Teil. Jetzt hier aus Dirt 4. Gehen wir mal rein. Wir haben uns ja auch zum letzten Rennen noch Platz 1 geholt. Oh, wir haben keinen Zwischenstand bekommen. Haben hat gesagt, nee, wir haben keine. Gut, damit haben wir 25 Entwicklungen. Wir gehen jetzt rein in Teil 3. Ja, die 5 Sekunden, okay. Wir haben es aber nicht, Gott sei Dank, das Finale gekostet. Devil, 36 sind wir mittlerweile schon. Jetzt fertig. Ja, wir gehen weiter nach Frankreich. Und danach kommt noch England und dann haben wir das auch vorher erledigt. Heute ist ja schon wieder Dienstag. Zwei Folgen kommen danach noch. Dann könnten wir tatsächlich komplett mit dem Party, mit dem Rallycross-Dings durch sein. Am Ende der Woche. Das müsste eigentlich von der Zeit her passen. Gut, los geht's. Loic, Bretagne. So, die Ergebnisse. Nehmen wir so Step by Step mit und dann gehen wir mal rein. Es geht gleich los. Gib heute dein Bestes. Dann machen wir unser Bestes auf jeden Fall. Bereit. Los, los, los. Ja, auf der Stadt. Wir kommen hinbekommen, aber der schaltet dann am Ende doch nochmal. Gleich mal verlassen. Die Rennkommissare prüfen, ob du dir durch Kurvenschneiden einen Vorteil verschafft hast. Du könntest bestraft werden. Bleib ruhig. Ja, mal kurz, man setzt sich die Joker-Runde hier durch. Dass sie bis dato die einzigen, die es gemacht haben. Kein anderer Fahrer hat es hier gezogen. Ja, 5 Runden stehen immer 2 wieder an, also ich kenne das ja mittlerweile. 7 dann im großen Finale. Da müssen wir aber erstmal hin, ne? So ein schön zerballert gerade. Der Kleine hier, der geht mir ein bisschen auf den Sack. Das wird klar, dass er dann durchschlüpft, das war mir schon klar von der Mangel. Immer mit der Ruhe, reiß dich jetzt zusammen. Okay, da gibt es keine Untersuchung für das Stück, für das klare und offensichtliche Schneiden. Also es war wie gesagt keine Absicht, aber vielleicht gab es eine Gegenstrecke sogar da lang. So, volle zur Runde, liebe Leute. Wir wollen irgendwie ins Finale reiten. Wenn auch nur als Zweiter oder Dritter, aber wir müssen es erstmal schaffen. Ihre Joker-Runde gesetzt. Was sie sagt jetzt? Die Rennkommissare haben entschieden, dich nicht wegen Abkürzens vom Kurs zu bestrafen. Ja, es war aber auch kein klares Abkürzen. Es war nur ein leichtes, mal ein bisschen neben die Strecke gefahren, aber es war kein klares Abkürzen. Gut. Dann sind wir im Finale, liebe Leute. Das vorletzte für heute. Dann gehen wir rein ins große Finale. Hier in Frankreich. Und dann gehen wir nach England. Und da wollen wir uns natürlich auch noch 10 Sekunden. Dann haben wir noch 100 Punkte.
Ich hätte einen perfekten Start in Überfeld bekommen. Los. Da ist schon ein Shepard ein bisschen. Lass dich nicht ablenken und konzentrier dich. Ich glaube, dass wir um den ersten Platz kämpfen, sobald die anderen ihre Joker-Runden gefahren sind. So, hier setzen unsere jetzt. Bleiben vorne. Ja, natürlich die Führung, bevor wir sie wegziehen können. Mit drei Runden, dann haben wir es schon. Jetzt sind zwei. Sechste Runde und letzte Runde. Die Runde mit der Reise. Immer mit der Ruhe. Reiß dich jetzt zusammen. Der letzte Runde wohl immer vorbei. Das hat aber acht Sarg langsam. Der Zweite hat noch keine Joker-Runde gefahren, das ist mir aber auch jetzt egal. Wir haben das Finale gewonnen. Gewonnen. Gut gemacht. Der Zeitschrift kommt nicht mehr. Haben wir keine bekommen. Wir haben eine kleine Untersuchung bekommen, keine Zeitschrift. Also, yes. Alles grün. Alles grün. So, der letzte Teil. Wir fahren ins regnerische England. Wie soll es auch anders sein? In Großbritannien herrscht halt öfters mal Regen. So.
Die Strecke 900 Meter lang, auf jeden Fall. Asphalt und Staub und Regen. Vor allen Dingen. Und das ist Linden Hill, England. Ja, ihr kennt den Modus, wie alles wie gehabt. So, gab so leichte Probleme mit dem Ton. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch alles. Ja, wie gesagt, leichte Tonprobleme. Jetzt geht's auch weiter. So, letzte Rennen. Es gibt eine kurze Verzögerung, aber es könnte gleich losgehen. Also, bleib ruhig. Die Ampel ist rot. Ja, da, hau nochmal raus. Ja, so, wie wird sich schon mal unsere Joker-Runde? Wenn wir das zumindest schon mal erledigt haben. Ja, wir wollen auch nicht mal aufpassen, dass er nicht. Die Rennkommissare prüfen, ob du dir durch Kurvenschneiden einen Vorteil verschafft hast. Du könntest bestraft werden. Wir ziehen schon mal vorne weg wieder. Also alle gehen jetzt, auf ihre Joker runter, so hat jetzt keiner mehr zögern oder zittern. Sehr schön, das ist jetzt der Wind für meine Aufnahmesession hier. So, jetzt kriegst du die letzte Runde. In der letzten Runde waren wir da gar nicht gekommen. Wir ziehen so weit wie möglich nochmal versuchen wegzukommen, um einer eventuellen Zeitstrafe natürlich noch trotzdem, dass es noch ins Finale reicht. Rennkommissare prüfen, ob du vom Kurs abgekommen bist. Die Rennkommissare haben dir eine Zeitstrafe für Kurvenschneiden erteilt. Reicht aber, weil wir so weit vorne waren. Ja, aber das hätte ich, war klar irgendwie. Ja, Mann, wie soll ich diese Scheiße schaffen? Gut. Gehen wir jetzt ins Finale. Mach dich bereit. Los, los, los.
ist mein erster Konkurrent. Ich will ihn gerne von Punkte wieder verlieren lassen. Jetzt arbeiten wir uns durch. Seine Runde auf jeden Fall nochmal setzen. Das Wetter macht sowieso nur bedingt einfacher. Vorletzte Runde für heute, liebe Leute. Zwei Leute noch. Das war's. Gewonnen. Gut gemacht. Naja, egal. Ach, voll, sehr international. Die haben wir auch schon bekommen. Super. Der Rennen war gewonnen. Ja, die zwei Trafen. Das ist das Einzige, was ein bisschen kaputt macht, aber ist egal. Herzlich egal. Dominik fällt gut. Wunderbar. Dominik fällt genug. Gut gemacht. Du hast die Lizenz verdient, mit der du an den FIA World Rallycross Championships teilnehmen kannst. Gut. Das ist der Meisterschaftsrückblick. 100 Punkte haben wir auf unserem Konto. Das sollte es sein. Gut, dann sind wir vorher durch. Und der letzte Teil ist das, was uns jetzt in der nächsten Woche erwartet. Nicht immer in der nächsten Woche, Entschuldigung, natürlich morgen und übermorgen erwartet. Nämlich die FIA World Rallycross Championship. Und dann sind wir hier nämlich auch komplett durch. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss, bis morgen.